So, es ist wieder Vlogzeit. Und warum? Es steht wieder eine große Reise an. Und diesmal dabei das ganze Seamox-Team plus Alex. Hi. Yay! Und wohin geht's? Und wohin geht's? Warte, Japan nicht, ne? Warte, ich dachte, wir haben uns schon geeinigt. Moskau, sagtest du gestern Abend noch. War das nicht irgendwie so, keine Ahnung, Vietnam oder so? Oder war es doch die USA? Singapur. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir haben eine Meldereise. Genau, wir fahren jetzt zum Flughafen und buchen dort noch irgendeine Reise, die wir gerade so finden. Wenn wir Glück haben, zu viert. Die Shopping-Tour kann beginnen. Wir sind jetzt angekommen am Flughafen, durch den Check-in durch. Allerdings, meine Lieblingsfrage in Vlogs, wo ist Michi? Ja, tja, der hat eine Spezialuntersuchung. Den haben seine Zollkontrolle erstmal rausgefischt. Extra blauen Handschuhen. Genau. Der darf nochmal in die extra Kontrolle und eventuell treffen wir ihn vielleicht, wenn wir Glück haben, noch im Flugzeug. Ansonsten wissen wir, dass er es nicht geschafft hat. Haben wir irgendwelche wichtigen Buchungen über Michi laufen? Ja. Ich meine, die Hotels laufen über uns. Positiv. Mietwagen. Ja. Ah, verdammt. Grand Canyon? Das könnte ein Problem werden. Stimmt, der Grand Canyon. Verdammt. Michi, verdammt. Okay, jetzt müssen wir erstmal nach Z. 66. Also einmal da hinten rum. Auf geht's. Auf geht's. So. Michi ist übrigens immer noch nicht am Gate. Oh, verdammt. Michi ist noch nicht am Gate. Wie dafür schon. Und das da? Danke. Das ist Alex Arm. Grüßt euch. Das ist mein Gesicht. Man sieht euch kaum, weil es ist so dunkel durch die Sonne. Hallo. Das hört sich geil an. Es ist so dunkel durch die Sonne. Und das da ist unser Flieger. Eine Boeing 747-8L. Das ist ein Airbus. Nein, das ist eine Boeing. Das ist immer noch ein Airbus. Okay, mal sehen. Das ist eine Boeing auf einer Boeing. Gott, das ist ein Airbus. Und wo ist Michi? Ja, Schiff und Thema abhängig. Gibt Neuigkeiten. Geil. Wieder vereint. Bei dem Simon gefahren oder bei dir? Eine bei mir. Er ist wieder da. Ja. Was ist passiert? Keine Ahnung, wir hatten Frühstückspause. Ich hatte zusätzliche Security-Check. Keine Ahnung. Der wesentlich umfangreicher ist. Aber Sprengstofftest, Drogentest. Kannst du auch alles durchmuggeln? Was? Hab ich das laut gesagt? Verdammt. Okay, dann geht's gleich in den Flieger. Das ist anscheinend. Also, ich habe gelesen, wir hätten eine Boeing 747-800, aber es scheint wohl eine Airbus A380 zu sein. Ich hatte recht. Geil, A380, juhu. Es ist ein bisschen kompliziert so zu halten, aber es geht. Wir waren jetzt gerade noch. Ja, so. Ich halte 8.50 Uhr in der Nähe. Genau, wir waren gerade noch mal kurz Essen trinken holen. Ich habe mir auch wie Chris noch so ein Wasser geholt und ich kann das gerade schlecht zeigen. So ein Smoothie und eine Banane. Und der Scheiß kostet einfach über 10 Euro. Das ist anormal. Es ist so schwierig, die Kamera zu halten, dass wir alle drauf sind. Das ist übertrieben teuer. Digga. Ja, die anderen beiden sind gerade noch am Gate. Die probieren uns Plätze frei zu halten, was glaube ich schon nicht mehr danach aussieht, als wenn das funktioniert. Es sieht da hinten sehr voll aus. Na gut, wir beenden uns gleich aus dem Flugzeug wieder zurück. Ach ja, wir haben noch gar nicht unseren genauen Zielort gesagt, ne? Mehr dazu nachher. So. Das Boarding ist fast vollständig. Es fehlen nur noch ein paar Leute, die ein bisschen später angekommen sind. Und dann geht's mit insgesamt 11 Stunden? Mit insgesamt 11 Stunden nach San Francisco. Ich freue mich schon. Ach ja, und die anderen beiden. Hilfe! Alex, Kamera. Hallo! Hi! Die Kamera läuft. Alex, sag was! Danke. Michi ist in Siegburg dazu gestiegen. Ja, toll! Danke für die Info! Offiziell eingereist.
Es gab mega Probleme. Zum Beispiel wollten die bei mir wissen, welchen Beruf ich habe, und die wollten eine genaue Auslegung haben, und ich habe natürlich keine Ahnung, was das auf Englisch heißt. Und bei Christian gab es auch mega Probleme. Bin ich sofort durchgekommen. Und Alex, gab es bei dir Probleme? Nee, bei mir gab es gar keine. Also ich musste ja nicht mal was sagen, er wusste gleich Bescheid, weil Michi war vor mir dran. Bei mir war ja, Michi ist ja sofort eingekommen. Jetzt müssen wir nur noch SIM-Karten besorgen, dann holen wir uns die Uber und dann geht's zum Hotel. Genau. Und wir haben noch eine nette Begleitung dabei. Also ein Uber. Gut, wo? Da vorne ist ein SIM-Karten. Auf geht's. Okay, das mit den SIM-Karten hat sich jetzt doch erledigt. 2 GB Unlimited Data. Nee, 2 GB Unlimited Data ist ja. Unlimited Data für 2 Wochen für ganze 99 US-Dollar. Das ist viel zu teuer. Wir gucken irgendwann in der Stadt nach irgendeinem Online-Shop oder so. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie auf den Uber-Fahrer warten, der keine Ahnung von wo kommt. Ja, eigentlich unser Hauptziel: Hotel. Hotel. So, es ist wieder soweit. Die Roomtour. 10x510. Los geht's. Willkommen in unserem kleinen, aber feinen. Was heißt klein? Das Ding ist groß. Das Ding ist verdammt. Ist das ein. Moment. Okay, ein kleiner Wandschrank. Das Wichtigste ist natürlich hier das Internet. Internet. Die WLAN-Kumpels. Und hier haben wir natürlich einen Heizkörper, der hier im Buch steht. Boah, geil. Geil. So ein Mini-Ding. Oh, ich glaube, wenn ich das in den Boden. Ey, cool. Kleine, sogar eine kleine Mini-Küche. Ja, wir haben eine Mikrowelle. Okay. Coric, ein sehr gutes. Ja. Die macht nur lieber den Knopf auf. Ups. was sagt die Minibar? Vielleicht auch von der richtigen Seite öffnen. Die Minibar sagt San Pellegrino. Ein bisschen was zu trinken, okay. Die Minibar sagt, dass das Mineralwasser importiert. So. So, das Bad, ne? Das haben wichtig. Badezimmer? Das ist richtig. Licht an. Ventilator an. Der brummt leider. Okay. Und die Kombination aus Dusche und Badewanne. Gehen wir gleich rein, ne? Ja. Dusche und Badewanne, auf jeden Fall. Ja, so. Das hier soweit zur. Ey, wieso ist es kein japanisches Klo? Alex? Ja. Ja. Warum? Was denn? Aber schönes Zimmer. Oh. Viel Platz auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nachdem wir uns alle eingeloggt haben, erkunden wir die Stadt. Ja, erkunden wir die Stadt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Einkaufen. Und wirklich sicher sieht es hier nicht gerade so aus. Also wir sollten vielleicht gucken, dass wir vielleicht, wenn es dunkel wird, auf jeden Fall wieder zu Hause im Hotel sind, oder? Ja. Hier ist nur so ein Aufgang, 19 Uhr so ein Untergang, leicht zu merken hier. Also an sich so das Feeling hier in der Stadt, das kommt natürlich auf jeden Fall gut rüber, ne? Der Straßen, bis San Francisco, wie man es auch kennt. Hier, Moment. Hier klassisch diese Straßen, die so runtergehen oder die Straßen, die so hochgehen. Ganz klassisch San Francisco. Aber so ein bisschen gefährlich könnte es hier auch werden. Die erste amerikanische Flagge, die ich draußen sehe. Amerika. Also irgendwie. Warte, ich mach die mal wieder so. Ja. Also irgendwie kann ich noch nicht realisieren, dass wir hier sind in Amerika, oder? Also wir sind gerade hier, aber irgendwie so. Elektroauto gibt's hier auch. Juhu!
Oh ja, wir müssen jetzt irgendwie zwei Blocks erstmal laufen, dann gehen wir in irgendeine Einkaufsstraße, da gibt's Macy's, da gibt's alles Mögliche. Ja, mal gucken, was wir da alles finden. Festhalten vom Block, wir bleiben hier. Und ich muss mir echt angewöhnen, nicht auf das Display zu gucken, sondern in die Linse.